Peace Leute und willkommen zu einem weiteren Fashion Pick Opening von mir. Ich habe mich schon lange nicht mehr so krass auf ein Video gefreut wie auf dieses hier, weil ich habe mir so nice Sachen geholt. Ich bin beruhigt, endlich fällt eine große Last von meinen Schultern ab, weil jeden Winter, ihr kennt das Leute, welche Winterjacke holt man sich? Und ja, tatsächlich habe ich jetzt eine sehr nice Daunenjacke gefunden, die mir gut gefällt. Ich hatte vorher, bevor ich zeige, welche ich geholt habe, ich hatte vorher nämlich überlegt, mir diese Jacke hier zu holen. Und zwar ist sie von Off-White. Ja, ich weiß, grün, zu auffällig und so. Aber ich habe gedacht, so, ich habe ja was man ganz gut damit kombinieren kann. Tatsächlich war es genau die gleiche Farbe. Ich habe es auch mal in meine Story gepostet. Falls ihr es noch findet, blende ich es euch hier gerade mal ein. Ist tatsächlich die gleiche Farbe von Off-White, die Jacke. Die Jacke hat 1400 Euro gekostet und ich habe einfach keine gefunden. Da habe ich jetzt zu West gesagt, komm, mach, bestell. Und dann, zwei Tage nachdem ich das gesagt habe, ich bin spontan tatsächlich in den Dior Store in Düsseldorf gegangen, konnte danach die Jacke bei Westit noch stornieren bzw. canceln. Ja Leute, und zwar war ich bei Dior im Laden und es gibt so eine Regelung, wenn du bei Dior etwas reservierst, dann hängt das nicht mehr oben aus. Wenn aber ein Kunde danach fragt, dann muss der Verkäufer dieses Produkt halt rausrücken. Diese Jacke hier war reserviert. Diese Jacke war die letzte. Also es gab zwei von den Jacken. Eine in meiner Größe und eine in einer anderen. Und online ist die Jacke komplett weg. Das heißt, die Jacke ist übertrieben selten. Das freut mich natürlich umso mehr, dass ich die noch bekommen konnte. Das war die letzte in meiner Größe und die einzige von beiden, wie gesagt, im Store. Und ich habe nach der Jacke gefragt, weil die hing oben nicht. Und dann hat der Verkäufer gesagt, ja, Sie haben Glück, wir haben noch eine da, die wäre zwar reserviert, aber so ist das halt bei Dior. Wenn ich danach frage, dann muss er die rausrücken. Und dann habe ich die anprobiert und sie saß wie angegossen. Da habe ich gesagt, komm, pack ein, Junge. Ja, sehr nice, ich mache es gar nicht weiter spannend. Ich habe sie, seit ich die im Store anprobiert habe, selbst nicht nochmal ausgepackt. Das Ganze ist in so schwarzes Papier eingewickelt und sehr professionell zusammengeklebt mit etlichen Dior-Aufklebern. So, und dann kommt uns das gute Stück auch schon entgegen. Und zwar ist das eine All-Over-Dior-Monogramm-Muster-Jacke. Ich weiß nicht, sieht man das in der Kamera, dass hier überall dieses Dior-Logo so ganz schlicht drauf ist. Von weitem sieht das aus wie eine schwarze Jacke. Und das ist das, was die Jacke halt auch so zeitlos macht. Ich hatte ja letztes Jahr diese Off-White-Down-Jacke, wo hinten so Down-Jacket drauf stand. Und das ist so unnormal plakativ, genauso wie diese grüne Jacke auch gewesen wäre. Die hätte ich nur eine Saison anziehen können. Aber die hier ist einfach so ultra schlicht und genau das feiere ich. Übertrieben nice. Die hat hier an der Seite nochmal so ein Klett Dior Patch. Und ansonsten zwei Reißverschlüsse, man kann den unten dann auch noch ein bisschen hoch machen, falls man im Winter doch frieren möchte. Ne, Spaß beiseite, die hat einen Stehkragen, keine Kapuze. Die Jacke hat 1850 gekostet, das ist viel Geld für eine ja, Winterjacke. Aber die kann man ja mehrere Saisons anziehen, deswegen ja, halb so wild. Ihr werdet auf Instagram ein sehr nices Bild damit sehen. Kann ich mir schon vorstellen. Der Dior Dawn hat da auch wieder zugeschlagen. Ich weiß auf jeden Fall schon, dass ich die Cuban Link von Dior, die ich dann noch nachträglich iced out gemacht habe, auf dem Bild anziehen werde und diese Jacke. Ja, das war's zum ersten Produkt. Endlich eine Winterjacke gefunden. Ich freue mich sehr, sehr, sehr krass. Wir kommen zur zweiten Sache und zwar, ja Leute, ich muss Werbung einblenden, weil es Werbung für meine eigene Marke ist. Ich habe hier aus dem Lager frisch abgeholt einen neuen Peso Hoodie. Immer sehr, sehr nice verpackt bei Peso mit dieser, ja, milchigen Tüte, sage ich jetzt mal. Ja, wann kommt dieser Hoodie raus? Ich weiß es nicht, Leute. Mal sehen. Lasst euch überraschen, Video dazu folgt auf jeden Fall noch. Ich dachte nur, ich werde ihn euch mal vorstellen. Der Hoodie ist sehr, sehr dick, sehr hochwertig. Nicht ganz so dick wie der aus der November-Kollektion, weil wir hiermit was ganz, ganz Besonderes vorhaben. Ich, ja, verrat's euch demnächst in einem Video. Ich dachte nur, ich zeige euch den schon mal. Ein unfassbar nicer Schnitt wieder und ja, vielleicht kennt ihr es noch von dem 100k T-Shirt. Wir haben hier dieses Glitzer-Peso drauf, was, wenn man mit Blitz fotografiert, tatsächlich ein wenig ja, reflektiert und funkelt und so. Sehr, sehr nice. Und dann darunter ein babyblaues Trademark. Bei dem 100k T-Shirt war das in so einem Neongelb, Neongrün. Und ja, der Hoodie hat keine Kordeln, eine sehr dicke Kapuze, dass sie so schwer liegt und ich bin sehr, sehr zufrieden mit diesem Teil. Ja Leute, was soll der Geiz? Ich würde sagen, wir ziehen ihn auch direkt mal an. Ja Leute, das ist der Hoodie. Sehr, sehr extrem nice. Weitere Infos folgen. Folgt einfach Peso auf Instagram. Ist der erste Link in der Videobeschreibung. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den nächsten Sachen. Und zwar
ist ja jetzt November. Das heißt, das Sinnvollste, was man sich in dieser Jahreszeit kaufen kann, ist... Achso, ja, ich habe übrigens kein größeres Messer gefunden, leider. Ist eine Sonnenbrille. Ja, ich habe mir da eine neue Brille geholt. Und zwar von Versace. Uns kommt schon der schwarz-matte Versace-Karton entgegen mit einem goldenen Versace-Logo drauf. Ich bin nicht so der Fan von Versace-Klamotten. Allerdings ist die Brille hier so ein bisschen so auf Vintage-Style angelehnt. Und ja, ich habe ja mehrere Sonnenbrillen, ihr wisst. Deswegen ab und zu wird man die auf jeden Fall anziehen können. Ja, wir haben hier noch ein edles Versace-Brillen-Etui. Und ja, dann kommt uns die Brille auch schon entgegen. Wie gesagt, ist jetzt nichts so für jeden Tag im Sommer und das wird eh noch ein bisschen dauern, bis ich anziehen kann. Aber ich finde, die hat eine ganz coole Form und das sieht so ein bisschen so, ja, prollmäßig aus so für den Sommer. Aber ich denke, an manchen Tagen wird man das auf jeden Fall mal anziehen können. Ich finde sie ganz nice. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Sehr sinnvoller Kauf, ich weiß, im November. Aber ja, was soll man machen? Das war die dritte und vorletzte Sache und kommen wir dann jetzt zur letzten Sache. Ich habe mir über Farfetch, ich glaube, ich habe einen unnötig teuren Preis gezahlt. Ich will ihn jetzt auch gar nicht sagen, weil das wirklich für Dunks relativ dumm ist. Und zwar habe ich mir Dunks geholt. Nike SB Dunks, so Skateboard-Schuhe. Viele haben mir schon auf Instagram geschrieben, dass die sehr, sehr krass sind und woher ich die hätte. Viele haben mir aber auch auf Instagram geschrieben, dass die sehr, sehr kacke aussehen. Ja, geteilte Meinungen zu dem Schuh. So geteilte Meinungen hatte ich schon lange nicht mehr. Aber ich finde ihn ganz cool und ab und zu wird man den auf jeden Fall demnächst bei mir sehen. Passt so ein bisschen so zu dieser Babe Wave und diese Dunks sind generell gerade so krass im Kommen. Ich denke, den wird man in Zukunft häufiger noch sehen. Vor allem nachdem, ja, die Off-White Dunks released werden, sowieso noch. Ja, das sind meine neuen Nike SB Dunks. Nichts mega Spezielles, nichts mega Auffälliges, aber ein sehr solider Schuh, den man auf jeden Fall so daily als Beater anziehen kann. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann lasst mir sehr gerne ein Like da. Denkt dran, Peso auf Instagram zu folgen. Und dann sehen wir uns am Montag wieder auf Justin Light. Haut rein, Leute. Peace.